Hallöchen, heute sind wir wieder in der Höhle des Raptors. Ist das Wochenende Kampfereignis? Lasst den Raptoren in der Arena antreten. Wisst ihr Bescheid? Also wir sind in Jurassic World, seht ihr aber mit Sicherheit gleich auf Anhieb. Von daher brauche ich das eigentlich nicht immer erwähnen. Ich mache es trotzdem, weil ich natürlich will, dass auch die, die hier keine Peilung haben, wo wir hier sind, wissen, was am Start ist, was ich hier zocke. Von daher mache ich das einfach. So, dann sammeln wir erstmal wieder unsere Kohle ein, so wie immer. Checken natürlich dann gleich mal unser Gratis-Paket, werden hier auf jeden Fall nochmal gleich ein bisschen Gold investieren in eine Nahrungsproduktion. Das ist natürlich immer sehr wichtig. Klar, wir haben Nahrung ohne Ende, 3,4 Millionen Nahrung haben wir auf Tasche. Von daher können wir uns da erstmal ganz entspannt zurücklegen und gucken, was so geht im Laufe der Zeit. So, was ist das für ein Ding? Das könnten wir auf jeden Fall auch noch woanders platzieren, wenn wir wollten. Aber das machen wir erstmal nicht, weil eigentlich können wir Jüte brauchen, da wo es steht. Von daher lassen wir das da erstmal. Können dann später natürlich nochmal ein bisschen umbauen, um unseren Park hier so ein bisschen zu verfeinern. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. Von daher können wir da mal anschließend irgendwann mal gemeinsam gucken, würde ich sagen. So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was eingesammelt. Können hier erstmal weiter gucken, weil wie gesagt, wir können ja hier wieder ein Stück von unserem Park freistellen, aber freimachen bzw. Die Bäume hier roden, um den Park zu vergrößern. Ich würde sagen, dann machen wir einfach mal hier unten weiter, weil dann kann ich meine Flugsaurier alle weiter nach unten platzieren, um dann hier oben noch ein paar Drachen, so eine Amphibien oder auch Fleischfresser wie den hier, hier oben zu platzieren. Das wäre vielleicht sinnvoll. Von daher würde ich sagen, machen wir das einfach weg. Wenn ihr eine andere Ansicht habt, schreibt das mal in die Kommentare. So, wir sammeln das erstmal ein, gucken, was wir bekommen. Unser Gratis-Paket, ich bin gespannt. Oh, Alanka haben wir wieder mal mit am Start, das ist auf jeden Fall richtig cool. Alanka können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, werden wir jetzt gleich mal ausbrüten. Dauert wie lange? 7 Minuten, 8 Minuten insgesamt. Das haut hin. Dann checken wir die Evolution oder wollen wir erstmal in den Kampf gehen. Was sagt ihr? Was haben wir hier für eine Aufgabe? Füttere 37 mal Dinosaurier. Das ist natürlich auch sehr wichtig. So, dann haben wir natürlich hier so eine Aufgabe. Die Höhle des Raptors. Die ersten beiden Kämpfe habe ich schon erfolgreich erledigt. Hier könnten wir natürlich auch in die nächste Kampfstufe beitreten, wenn wir wollten. 2 Pflanzen und 1 Flugsaurier haben wir hier mit am Start. Von daher könnten wir da auch gucken, wen wir mit in Kampf nehmen. Was wir hier so reißen können, ist natürlich auch immer sehr wichtig. Ich würde sagen, da könnten wir mit denen hier einfach in den Kampf gehen, wie wir wollen. Wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Aktion. Von daher würde ich sagen, werden wir die nächste Kampfstufe erstmal abchecken und könnten die Höhle des Raptors uns dann später ansehen. Weil wie gesagt, wir haben jetzt 2 Fleischfresser, die extrem derbe sind. Dafür brauchen wir auf jeden Fall richtig starke Amphibien. Aber die haben wir leider nicht mit am Start. Von daher müssen wir da erstmal gucken, was wir da überhaupt zu reißen können. Unsere Amphibien sind, wie ihr seht, ganz schön mau im Gegensatz zu denen. Von daher würde ich sagen, probieren wir einfach hier die Kampfstufe 18 erstmal aus und gucken, was da so geht. Was sagt ihr? Würdet ihr das auch so machen? Oder sagt, ah nee, Mann, Alter, das hätte ich nicht gemacht. Dumme Aktion. Mach lieber was anderes. Wie gesagt, würde gerne mal von euch wissen, was so geht, was ihr da für eine Ansicht habt. Ich nehme auf jeden Fall den Rajasaurus mit, das ist wichtig. Dann nehme ich den hier mit und nehme natürlich, wen nehme ich noch mit? Pflanzenfresser oder den Flugsaurier? Das ist natürlich irgendwie da so eine dumme Frage, wen wir da mitnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen den mit, weil der ist natürlich relativ stark. Nehmen wir den Flugsaurier mit ins Boot und probieren mit dem einfach aus. So, checken einfach mal Kampfstufe Nummer 18. Ich bin gespannt, was so geht, wie wir uns verkaufen, ist natürlich die nächste Frage. Ich gehe natürlich gleich am Anfang erstmal voll aufs Ganze, klopp einfach rein, dass wir den ein bisschen was abziehen. Jo. Jetzt greift er an, wa? Ah, bitter? So, dann killen wir den aber auch. Das ist erstmal sinnvoll.
Das ist erstmal Bombe, würde ich sagen. Ah, der greift wieder nicht an, hätte ich das gewusst. So, der war wichtig. Jetzt konnten wir wenigstens ein bisschen blocken. Jetzt werden wir auf die Anzie gehen und gleich mal angreifen. So, da haben wir 7 Schläge am Start. Ah, wollen wir noch einen Ruf gehen? Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, der blockt mit Sicherheit einen noch. Jo, aber das müsste reichen. Cool, coole Sache, den haben wir auch gekillt, von daher haben wir jetzt auf jeden Fall gute Karten, muss ich sagen, blocken natürlich auch gleich, deswegen können wir erstmal gucken, was der jetzt hier so veranstaltet. So, dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal mit alle 6 ruf, gucke, was geht, wie viel der blockt. Janisch blockt da, von daher haben wir die Kampfstufe 18 gleich mal für uns klar gemacht. Das haut auf alle Fälle hin, geile Sache, wir kriegen auf jeden Fall einen sehr, sehr seltenen Dino jetzt. Als Karte, denke ich mal. Gucken. Die Belohnung, jo, den Nasutoceratops. Cool, den nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Sehr selten ist der. Den können wir natürlich ausbrüten, nur das Ding ist. Cool, die Mission haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Sammle 5000 Münzen, Fleischfresser mindestens 7%. Schließe Kampfstufe 18 ab. Haben wir erledigt. So muss es sein. Aber das Ding ist, der ist noch nicht ausgebrütet. Von daher müssen wir uns da erstmal wieder gedulden. Ich würde sagen, wir werden hier erstmal wieder unser Gold einsammeln. Gucken, was wir dann auf Tasche haben. 600.000 haben wir wieder drauf. Von daher ist alles wieder so weit schick für uns. So, dann können wir hier gleich mal gucken, geht's oder klappt's nicht? Das ist hier die nächste Frage. Ah, bittere Aktion. Hat leider nicht geklappt. Werden wir gleich nochmal probieren für eine Stunde und werden dann später nochmal gucken, was so geht. Wie gesagt, die nächste Kampfstufe haben wir erfolgreich erledigt. Das ist natürlich richtig geil. Als nächste können wir legendären Drachen bekommen. In Kampfstufe Nummer 19. Was haben wir dafür? Alter, was? Wie geht denn das ab? Wie soll ich den denn besiegen? Ist ja richtig krank, den kann ich gar nicht besiegen. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, weil den legendären Drachen brauche ich auf alle Fälle. Aber das wird natürlich extrem derbe. Mal gucken, was so geht. So, versetze ein Bernsteinpodest neben ein Hotel zu den... Okay, das machen wir natürlich. So, dann haben wir die Mission auch abgeschlossen, sammeln natürlich gleich wieder alles ein und müssen dann in der nächste Stufe sein. Stufe Nummer 20, das ist richtig geil. Haben natürlich einen neuen Dino mit am Start, den wir bekommen können. Neue Verbesserung, neue Erweiterung, von daher hautet hin, kriegen erstmal wieder eine Tüte. Eine Gratis-Tüte, schade eigentlich, dass wir da keinen coolen Dino mit dabei hatten. Aber so ist es eben. Gut, wie gesagt, erstmal sind wir wieder durch. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.